Howdy! Magneto wieder am Start. Schaut euch das an. Ich komme jetzt. Ein wunderschöner See. Und ein wunderschöner Strand. Heute geht's los mit dem Garrett Ace 250. Ich war schon mal hier, aber da hatte ich nicht so viel Zeit. Und heute machen wir ein Video raus. Denn heute finden wir die richtig tollen Sachen. Also, seid gespannt. Wenn euch das gefällt, kleinen Moment bitte. Wenn euch das gefällt, dann hinterlasst gern ein Like oder abonniert den Kanal. Und ansonsten viel Spaß damit. Bis gleich. Juhu! So, erstes Signal. Nein, eigentlich nicht. Ich hatte schon eine Haarspange und einen Kronkorken. Aber jetzt wollen wir hier mal gucken, was hier so ist. Ach. Kronkorken. Gut. Ach, hier war's. So, nächstes Signal. Vielleicht haben wir jetzt mehr Glück. Und was ist es? Yeah! Komisch. Das sind 2 Cent, wie man sieht. Die anderen Jungs, die das immer machen am Strand, die finden immer 50 Cent und 2 Euro. Okay, 2 Cent. Besser als nichts. Los, los geht's. So, mal schauen. Hier, nächstes Signal. Vielversprechend. So, vielleicht ist das der erste Euro. Mal schauen. Oder halt... Hey. Oh, was haben wir hier? Interessant. 10 Cent. Da. Immer noch kein Euro. Aber der Anfang ist gemacht. Erst 2, dann 10, jetzt geht's weiter. So, nächstes Supersignal. Supersignal. Supersignal ist super. Ja, genau. Aber mal schauen. Nee. Oh, da. Hä? Cool. Die nächsten 10 Cent. Hä? Das ist 40. Cool. So, der Countdown läuft jetzt. Wir sind bei 22 Cent. Wahnsinn. Ich fasse es nicht. Yeah. So, wir sind an der gleichen Stelle. Bin bloß aufgestanden. Und hier piept es immer noch. Vielleicht hat hier jemand sein Portemonnaie ausgeschüttet. Okay. Nochmal 10 Cent. Diesmal. Brandenburger Tor. Oh, hier. Geht ja weiter. Nee, wo ist er? Was haben wir hier? 20 Cent. 20 Cent. Ja, keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Cool, das sind ja dann schon. Ja, jetzt haben wir schon 50 Cent, 52 Cent. Ja, vielleicht haben wir hier sogar noch mehr. Nö, okay, weiter geht's. Das klingt nach Kronkorken und wir werden sehen. Hey, doch kein Kronkorken. Oh, was ist das denn? Cool. Das kenne ich noch nicht. Ach, ein Slotty. Habe ich noch nicht gefunden. Sieht schick aus, ne? Toll, ganz großes Kino. Fetzig. Ja. Knopf. Oder irgendwas davon. Da vorne jedenfalls ist das Volleyballfeld. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Naja. Das ist jetzt bestimmt wieder ein Kronkorken. Hä? Nee? Ja doch. Wo denn? Ach, na klar. Der nächste Kronkorken. Mensch. Also, ich glaube. Heute auf jeden Fall mehr Kronkorken als Geld. So, hier. Ist das vielleicht unser erster Euro? Wir werden es sehen. Jawohl! Der erste Euro. Der erste Euro. Aus Deutschland. Da haben wir ihn. So, jetzt geht's los. 1,55, 52, keine Ahnung. Weiter geht's. Freude. So, nach dem ersten Euro. Yeah! Geht los hier. Da hinten. Da! Ist das Volleyballfeld. Und in die Richtung bewegen wir uns langsam. Piep, piep.
Anfall ist auch wieder mit am Start. Anfall, wink doch mal. Hallo. Den seht ihr in dem letzten Video, nächsten Video, keine Ahnung, wann es rauskommt. Auch ganz fleißig. Hat er da auch schon was gefunden? So, und jedenfalls, wir bewegen uns Richtung Volleyballfeld und dann geht's richtig ab. Dann machen wir Schotter ohne Ende. So, wir gucken, was der Anfall jetzt hat. Dabei. Hans, schau mal. Piept schon irgendwo? Mal rein das Ding. Du musst es tief reinstecken. Richtig tief reinstecken. So richtig drin rumwühlen. Also, das haut noch nicht hin. Wir lassen mal anfallen mit seinem Gerät noch ein bisschen weiter buddeln. Wenn was Cooles wird, lassen wir es euch wissen. Yeah, weiter geht's. Warte, ich bin gleich dabei. Warte. So, also ich hatte jetzt gerade das hier, das ist uninteressant. Das sind zwei, was? Groschkis Anfall? Wie nennt man das? Das sind die polnischen Slotty. Nee. Ah, okay, aber hier bei ihm piept's. Oh, dann. Ja. Na komm, buddel aus das Ding. Ja. Tiefer. Nee. Ah, da ist doch der Kronkorken. Das ist doch der Kronkorken. Da ist das Messer. Da ist die Granate. Da ist der Kronkorken. Ja, okay, wir haben den Kronkorken da. Naja, aber du hast nicht aufgeben. Und vor allem ganz schön tief, ne? Nicht schlecht. Weiter geht's. So, nächstes Signal. Und rauf. Nächste Münze. Was haben wir jetzt? 50 Groschi. Hey Junge, was findest du? Also haben wir schon 51. Klingt, als müssen wir mal nachgucken, was es ist. Boah, ich sehe hier gleich oben. Oh, das ist ja verrückt. Ein Kronkorken. Wahnsinn! Damit hätte ich jetzt eigentlich kaum gerechnet. Ich bin jetzt total begeistert. Einfach mal schauen. Wenn wir nicht buddeln, werden wir es niemals rausfinden. Auch wenn es ein bisschen tiefer ist. Das ist gar nicht tiefer. Was ist das? Ach, tatsächlich. Vom Feuerzeug. Vom Feuerzeug die, naja, oben das Ding, ne? Ah, nee, eine Dosenlasche. Arrgh. Oh, ein Stück Alu. Juppie! So, nächstes Signal. Gerade im Bett drin. Ah! 2 Euro! Klar? Ja. 2 Euro hier, das hatte ich schon mal zu diesem Tag oder so, Niederlande. Toll! Der Counter läuft und läuft und läuft. Yeah! Das klingt gut. Schauen wir mal. Und Korken, super. Bayreuther. Das ist der nächste Grundkorken. Landskron, yeah. Ach, ich mache dauernd Werbung, merke ich schon hier für die ganzen Sorten. Na gut. Oh nein. 2 Cent. Okay, nächstes Signal. Und die zweite Haarspange. Wir spielen gerade das Spiel, wer als nächstes eine Münze hat, gewinnt. Ich weiß zwar nie, was wir gewinnen. Wahrscheinlich die Münze. Ah, ich hab's. Alufolie. Anfall kämpft. Jetzt aber schnell. Ah, Mist, Kronkorken. Immer noch keine Münze. Und schnell rein, bevor die anderen gewinnen. Na, ah, Kronkorken. Vielleicht da. Ah, Dosenlasche. Meine Münze. Nein! Ich habe in der Zwischenzeit 3 Kronkorken und. Ah! Ach, den hast du jetzt da reingeschmissen. Na toll, mein Signal hat sich als Niete herausgestellt. Dann habt ihr wohl gewonnen, eure Münze.
Das sieht ja aus wie Gold. Ein Goldtaler. Nein, natürlich bloß eine Verpackung. Ah. So, was hier? Was? Kronkorken. Ah. Schatten machen. Und? Dosenlasche. Oh Mann. Das hört nicht auf. Seht ihr das kurz? Was ich sehe? Ich glaube, es ist ein Piercing. Ich glaube, ich habe ein Piercing gefunden. Ja! Das ist ja witzig. Piercing hier kann man aufschrauben, sich sonst wo durchstecken und vorsichtig wieder zuschrauben. Damit habe ich jetzt auch noch nicht gerechnet. Ja, gut, cool. Nicht schlecht. Ah, Dosenlasche. So, wir sind beim Volleyballfeld angekommen. Ich hätte gerade noch ein Piercing, hätte ich auch nicht gedacht. Im Hintergrund seht ihr schon die zwei Stangen. Dann gibt es nochmal zwei Stangen. Und jetzt wird gerockt. Schauen wir mal. Jetzt gibt es hier Funde ohne Ende. Funde ohne Ende, sage ich euch. Auf jeden Fall ist immer noch fleißig dabei. Ja. Der macht das. Bis gleich. Ich melde mich beim ersten super, super, super tollen Verbund. Sehr, sehr ernüchternd hier auf dem Volleyballplatz, Volleyballfeld. Nichts! Papa. So, hier haben wir Anfall seine Fälle, Fänge und mit rosa Kette. Ganz schick. Und ein bisschen Geld. Was haben wir denn hier? 50 Cent? 5 Cent? 5 Cent, 1 Cent, 56 Cent. Und fast genauso viel Kronkorken. Nein, natürlich nicht, aber nicht schlecht. Aber die Kette sieht ja hübsch. Nice. Und hier haben wir noch Emi hat die Kette gefunden. Mhm. Die sind eher schrottig. Und natürlich noch. Ich weiß nicht, ob irgendwie ein Cent noch. Doll, 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 doll. Das ist aber, naja. Wäre das eine Münze? So viel aber jetzt auch noch nicht. Aber mal gucken. Wir gehen ja noch mal zurück und da wird sich das ein oder andere auch noch ergeben. Yippie! Und dann ist es ein Kronkorken. Ja. Aha. Oberflächenfund. Das klingt nicht ganz gut hier. Das sag ich immer, ne? Aber das klingt wirklich gut. Und es sind 10 Cent. Es summiert sich nach und nach. Oh, das könnte ein Hering sein. Ja, was haben wir? Einen, den Hering Nummer 2. Na, ah, das ist... Oh, Kronkorken. Och Mensch. Tief. Oh. Ja, ein Kronkorken. Na, wenigstens habe ich so noch nicht gehabt. Toll. Na wo? Oh. Aber ich habe nicht gesagt, klingt gut. So, hier haben wir auf jeden Fall, ich glaube, es ist von Lego. Irgendwas mit Wasser. Okay. Hier ist windig. Hier haben wir bestimmt den nächsten Kronkorken, oder? Nein, es ist eine Haarspange oder Nadel oder wie auch immer. Keine Ahnung. Okay, hier haben wir schon was. Hey! Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Nochmal 2 Cent. Hey. Und ist es noch so klein? Hier muss es sein. Aber ich finde es nicht. Ich verstehe es nicht. Was ist das für ein Quatsch? Hier, ein Stück Mini-Alufolie. Ja, das erkennt der Detektor wirklich bloß, wenn er sehr nah dran ist. Der Pinpointer, aber der Detektor natürlich schon eher. Oh, eine Trinkpackung.
Gut, auch mitnehmen. So, jetzt wirklich das letzte Signal noch. So, jetzt nochmal Jackpot, Goldkette oder Kronkorken. Ah, doch kein Jackpot. Kronkorken. Na gut, mein letztes Signal war ein Kronkorken. Der Einfall, der kämpft noch. So was ganz Kleines. Oh, was ist es? So eine Dose, so ein Trinkverschluss. Hm, Dosenlasche. Oh, ernüchternd, aber naja. Hier, das war das, was ich gefunden habe. Und das ist ein Stück Schrott. Hey, eine Kette. Kette mit so einem Haken oder sowas. Mhm. Ja, das kann man ja mal am Strand gebrauchen. Für Zelt. Wenn man die Kinder ankettet oder so. Na gut. Ja, das war doch eigentlich relativ erfolgreich. Magneten sagt schon Tschüss. Zusammen mit einem Fall an der Kamera. Ja, Beute gemacht. Wie man sieht, eine Menge Schrott. Kronkorkensalat. Unendlich Dosen, ein bisschen Getränke packen. Noch mehr Kronkorken. Ja, hier haben wir noch eine Haarspange. Da können wir uns in den anderen Haarspangen legen und Haargummi. Wir haben noch ein paar Heringe. Kette. So, jetzt kommen wir zu dem interessanten Teil. Das hat er einfach gefunden mit seinem guten Gerät. Auch nicht schlecht, ne? 1,56 €. Das sind 3,50 € oder so. Ein paar Slotti oder so. Das Piercing, das finde ich natürlich total abgefahren. Habe ich noch nie eins gefunden. Wer weiß, wo das vorher drin gesteckt hat. Ein Stück Lego. Und das habe ich, das war da in Oberflächen gefunden. Und einfach hat hier noch eine tolle, das war nicht das. Tolle Kette gefunden. Mensch, echt schick. Also, ich muss sagen, so viel Geld habe ich noch nie am Strand gefunden. Aber ich war ja auch erst zweimal am Strand. Nee, ich war öfter am Strand. Aber egal. Ich hatte doch schon so viel Geld gefunden. Egal. So, Magneto sagt auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. Abonniert die Glocke, dann verpasst ihr nie wieder was. Gerne abonniert meinen Kanal und liked und so ein Kram. Ihr wisst schon was. Besucht mich auf Facebook oder Insta. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Nacht, Abend, was auch immer gerade für euch ist. Ahoi Brause, bis zum nächsten Mal. Tschüss.